Ja, moin liebe Motorradfreunde, hier ist Dietmar vom Motorradtest.de und heute teste ich für euch diese wunderschöne Husqvarna Swartpillen 125. Endlich mal wieder 125er. Kommt ja auf unserem Kanal leider immer ein bisschen kurz, aber heute ist es mal wieder soweit. Ich bin hier bei Heller und Soltau in St. Michaelisdonn. Heller und Soltau ist ein Kawasaki und Husqvarna Händler und hier steht sie als Vorführer. Also wenn ihr jetzt nach diesem Video vielleicht Blut geleckt habt, kommt hier mal rausgefahren nach St. Michaelisdonn, das liegt im schönen Dithmarschen, ungefähr so eine halbe Stunde von Hamburg entfernt. Und hier kriegt ihr auch einen Kaffee und Zubehör und Helme und was weiß ich nicht alles. Also insofern lohnt es sich auf jeden Fall, hier mal vorbeizuschauen. Die Husqvarna Swartpillen 125er, das hier ist das 2021er Modell, basiert im Grunde genommen auf der Swartpillen 401, also auf dem größeren Modell, hat halt nur einen kleineren Motor. Es ist eine Mischung, wenn man so will, aus der 401 und aus der KTM 125 Duke. KTM ist ja die Muttergesellschaft von Husqvarna. Insofern haben wir hier zum Beispiel ein WP-Fahrwerk und natürlich auch den Motor aus der Duke. Gibt viele Ähnlichkeiten. Ein Neoclassic-Design-Bike. Ich finde, man sieht es schon, das ist einfach ein wunderschönes Motorrad. Kann man nicht anders sagen. Und gilt so ein bisschen als edelste 125er. Kostet allerdings auch, ja, eigentlich 5.150 Euro, aber Ingo hat mir gerade erzählt, die Preise sind gerade ein bisschen runtergesetzt worden, soll jetzt knapp 5.000 Euro kosten. Und Husqvarna selbst sagt zur Swartpillen 125, die Husqvarna Swartpillen 125 bietet ein solides Design und eine gut nutzbare Performance. Das finde ich ja mal sehr zurückhaltend. Was heißt denn hier solides Design? Es bietet ein super Design, würde ich mal sagen. Ja, und ich werde diese Maschine hier in den nächsten, ja, etwa 20 Minuten ordentlich auseinandernehmen für euch. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Test und schon geht das los. Wir starten mit den Abmessungen. Die Maschine ist 2,3 Meter lang, Radstand 1,36 und das Gewicht trocken 146 Kilogramm. Das ist relativ schwer für eine 125er, aber wie gesagt, oder das werden wir später dann noch hören, eigentlich ist das eine Swartpillen 401. Also insofern darf sie, finde ich, auch gerne ein klein bisschen mehr wiegen. Sitzhöhe 835 mm. Mal sehen, wie sich das sitzt. Ja, ich bin geneigt zu sagen, ganz schön hoch für eine 125er, aber das ist natürlich Quatsch. Die anderen sind, glaube ich, auch nicht viel tiefer. Auf jeden Fall sitze ich hier sehr kommod, habe ordentlich Platz und fühlt sich nicht an wie eine 125er, muss ich sagen. Also das ist doch ganz vernünftig. Ja, Cockpit und Beleuchtung schauen wir uns jetzt mal an. Hier die Bedienelemente rechts, Killswitch und darunter der Anlasser. Auf der linken Seite dann die Lichtsteuerung, Blinkerhupe und Fernlicht. Das war es dann auch schon. Mehr gibt es ja nicht zu sehen. Bitte gehen Sie auseinander. Und ja, dann werfen wir mal einen Blick auf das Cockpit hier. Ein Rundinstrument. Das kennen wir schon von anderen Husqvarnas. Ist nicht jedermanns Sache. Von der Optik her, meins ist es ehrlich gesagt auch nicht. Ich hätte mir eigentlich hier eher ein klassisches Instrument gewünscht, aber gut, ist halt so, wie es ist. Ja, was haben wir hier oben? Ein Mode-Schalter, damit kann man durch den Bordcomputer durchskippen. Fuel Range, Restreichweite, Time Trip 1 und 2, Bordcomputer, das hier ist der Fahrmodus, Side Stand Down, vielen Dank. Ja, Fahrmodus, gutes Stichwort, die Maschine hat tatsächlich zwei Fahrmodi, und zwar Road und, jetzt drücke ich hier mal länger drauf, Key Press Release Button. So, dann schaltet er um auf Supermoto. Was ist das? Supermoto? Ja, Supermoto heißt nichts anderes, als dass das ABS hinten abgeschaltet wird, sodass ihr dann ordentlich driften und sliden könnt. Und ja, ich lasse mal den Road-Modus an. So, dann schauen wir uns mal das Licht an. Hier bei der Swartpillen 125 alles LED. Das hier ist das Abblendlicht, Fernlicht und auch die Blinker sind hier komplett in LED ausgeführt. Und ja, sehr schönes Lichtdesign, finde ich. Gefällt mir gut. Licht hinten ebenso stylisch, finde ich. Achte mal hier auf diesen wunderschönen, auf dieses wunderschöne Rücklicht. Bremsen tue ich auch mal. Und auch hinten gibt es LED-Blinker. Also wenn das nichts ist, super schön. Thank you.
Beschleunigung machen wir auch mal. 0 auf 100 wird wohl nichts. Dafür bin ich zu schwer, beziehungsweise es geht ja auch ein bisschen bergauf. Aber wir machen einfach mal hier 0 auf 80. Mal gucken, was dabei rumkommt. 3, 2, 1. Los geht's. Ja, bis 10.000. Bei 10.000 hat sie die Höchstleistung. Ich glaube, bei 11.000 ist dann Feierabend. Jetzt bin ich im vierten. Ich bin schon bei 80. 85. Fahren wir mal bis 90. Mal sehen, wie lange sie da braucht. Na los, komm, Baby. 90. Jawohl. Ja, also wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Natürlich ist das hier kein Speedbike. Und natürlich bin ich jetzt auch nicht so der typische 16-Jährige vom Gewicht und von der Masse her. Aber was soll's. Also geht flott vorwärts. Und ich denke mal, da muss ich die Swartpillen 125 nicht verstecken hinter den anderen 125ern. Ja, die Technik der Swartpillen 125 wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Ihr seht hier schon einen wunderschönen pulverbeschichteten Gitterrohrrahmen aus Stahl, schwarz lackiert. Ja, Ducati, so macht man Gitterrohrrahmen. Kleiner Scherz. Vorne haben wir eine Upside-Down-Gabel von WP. Das ganze Fahrwerk kommt von WP. Das ist ja eine KTM-Tochter. Und das ist jetzt auch nicht irgendwas hier, sondern das ist eine amtliche WP Apex Upside-Down-Gabel mit einem Standrohrdurchmesser von 43 mm. Sie ist allerdings im Vergleich zur 401er nicht einstellbar. Und ja, wie die Dämpfung eingestellt ist, das werden wir dann gleich nochmal sehen während der Probefahrt. Vorne haben wir dann ein 110 70er Reifen, 17 Zoll Felge. Schön hier mit Speichenrädern, schwarz lackierte Speichenräder. Habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Und ja, dann gucken wir uns auch gleich nochmal die Bremsanlage an, wenn wir schon mal vorne sind. Was haben wir denn hier? Ja, eine Bibra-Anlage ist das. Vier Kolben, Festsattel. Ist halt eine Einzelscheibe, aber auch das, glaube ich, kann man hier gut sehen. Richtig fett. 320 mm groß, diese Bremsscheibe. Insofern, das sollte doch eigentlich für eine 125er mehr als ausreichend sein. Also für das Gewicht natürlich. Ja, schauen wir noch mal hinten. Was haben wir denn hier für eine Federung? Auch hier ein WP Monoshock Federbein, hier mit einer weißen Feder. Auch das finde ich richtig cool gemacht. Federweg vorne wie hinten, 142 mm. Ja, ihr könnt das hier, glaube ich, sehen. Die wird direkt angelenkt. Die Federbein, das Federbein natürlich. Und man kann hier die Federbasis einstellen. Ja, Bremse hinten, Einzelscheibe, überraschenderweise nur eine Scheibe hinten mit einem Einkolben-Schwimmsattel, 230 mm ist die Scheibe groß. Und wir haben hier von Bosch ein ABS-System, und zwar das 10.1er, Zweikanal-ABS. Ja, und das Hinterrad ist natürlich auch eine 17-Zoll-Felge, ich gehe mal ein bisschen zurück. So, könnt ihr es besser sehen, 150-60er Reifen ist hier drauf. Und ja, der Reifen, das ist ein Pirelli Scorpion Rally STR, also ein, ja, kein grobschlächtiger Stollenreifen, aber doch schon ganz schön stollig. Und ja, das gibt dem Bike so ein bisschen so ein, fast schon so ein Scrambler-Charakter, finde ich, obwohl es ja eigentlich ein Naked-Bike ist. Auf jeden Fall sieht das doch sehr, sehr amtlich aus. Ja, eine Zweiarmschwinge haben wir. Das ist jetzt nichts Besonderes. Gut, ist jetzt keine Kastenschwinge, aber... Ja, das erinnert doch stark an KTM hier mit diesem, mit dieser, ja, wie soll man das nennen, weiß ich jetzt auch nicht, von der Optik her zumindest. Und dann schauen wir uns mal den Motor an. Den kennen wir auch schon. Das ist der gleiche Motor aus der 125er Duke. Einzylinder, Viertakt, flüssig gekühlt, 15 PS bei 10.500 Umdrehungen und 12 Newtonmeter bei 8.000 Umdrehungen, Höchstgeschwindigkeit angeblich 115 km/h, das werde ich natürlich nachher auch mal mit euch gemeinsam ausprobieren. Verbrauch sensationelle 2,13 Liter nur im Schnitt. Der Tank hat einen Inhalt von knapp 10 Litern, das bedeutet eine Reichweite von, festhalten, 446 Kilometer. Richtig cool. Ja, Sechsganggetriebe haben wir hier und einen Kettenantrieb. Ja, und wie sich das Ganze fährt, das schauen wir uns gleich mal an. So, Leute, Probefahrt auf der Swartpillen 125.
Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es die auch in anderen Farben gibt oder nur hier in diesem Grau-Silber. Ich schaue nochmal auf der Webseite und blende das jetzt hier nochmal gegebenenfalls ein, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist das nicht ein schönes Bike mit diesem kurzen Heck. Also, das haben irgendwie die Schweden echt drauf. Ja, ich weiß, Husqvarna gehört zu KTM, aber da wird sicherlich noch der eine oder andere Schwede, zumindest in der Designabteilung, sein Werk verrichten, der bei IKEA rausgeschmissen wurde oder bei Volvo oder Bang & Olufsen. Ah nee, das ist ja dänisch. Wie diese ganzen schönen Designerfirmen heißen aus Skandinavien. So, bleiben wir mal bei der Swartpillen 125. Wie sitze ich? Ja, ich sitze gut. Also das ist eine typische Naked-Bike-Position. Der Lenker ist schön breit und auch ja, relativ hoch. Also ich sitze sehr aufrecht auf der Kiste. Das finde ich doch schon mal sehr angenehm. Die Sitzbank, da kann ich so ein bisschen hin und her rutschen. Der Sozius, wenn es denn einen gäbe, der würde so ein bisschen über mich rüber gucken, glaube ich. Ich habe hier eine Ganganzeige im Display, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Ja gut, ist alles ein bisschen futzelig hier, aber man kann es trotzdem erkennen, insofern meckern wir mal nicht. Die Fußrasten, ja, sind ein bisschen, ja, sind sie hoch. Also jetzt nicht so hoch, aber ein bisschen höher, glaube ich, als bei den anderen Naked Bikes, wenn ich mich nicht täusche. Was jetzt? Oh, der blinkt. Ah, da ist auch ein Schaltblitzassistenten oder was auch immer offensichtlich. Aber den kann man wahrscheinlich auch ausschalten. Aber egal, wir lassen ihn mal an. Ja, und wie fühlt sich das an so auf den ersten Metern? Naja, erste Meter stimmt nicht ganz. Ich bin schon eine ganze Zeit gefahren, aber ich tue jetzt mal so, als ob ich die ersten Meter nur fahre. Ja, das ist halt dieses typische Leichtgewicht-Driving einer 125er. Super wendig, super wuselig. Und das ist ja eigentlich auch der ganz große Vorteil an diesen 125ern. Und ich muss da mal eine kleine Anekdote erzählen. Tut mir leid, muss jetzt sein, müsst ihr durch. Meine erste Maschine war, oh Gott, wann war das? 1983 muss das gewesen sein. Eine Honda MTX 80, ein Leichtkraftrad, damals 80er. War natürlich noch deutlich weniger leistungsfähig als die hier. Aber ich erinnere noch, mein Bruder hatte irgendwie eine Honda Enduro 250 XL oder sowas war das, glaube ich. Und ich bin natürlich auch mit der gefahren, illegalerweise. Nicht weiter sagen, bitte. Und ich hatte immer so das Gefühl, oh Mann, die ist so schön groß und schwer und wie fährt sie so mächtig. Obwohl das natürlich alles andere als eine mächtige Maschine war. Aber im Gegensatz zu meiner MTX 80 war das natürlich schon so. Und ich hatte immer das Gefühl, oh, meine ist so leicht und so klein und scheiße. Ich wollte eigentlich auch so eine große, schwere Maschine haben. Leute, ihr 16-Jährigen, seid froh, dass diese Maschinen, diese 125er, also die hier zum Beispiel, so leicht sind. Das ist ein Riesenvorteil. A, natürlich aufgrund der 15 PS wäre das ja alles andere als leicht eh schon schwierig. Und es fährt sich auch natürlich viel leichter und das macht auch einfach Spaß. Also steht dazu, dass ihr auf leichten Maschinen unterwegs seid. Freut euch darüber, anstatt euch jetzt irgendwie zu wünschen, dass die schwer werden. Stellt euch mal vor, diese Kiste hier würde 200 Kilo wiegen. Dann hättet ihr nur halb so viel Spaß. So, hier gibt es schöne Kurven. Ja, was ist noch zu sagen? Sechsganggetriebe und ja, ich gebe jetzt hier Vollgas. Da muss ich dazu sagen, das ist mir schon bei einigen 125ern aufgefallen. Was sagt er jetzt? Soll ich schalten? Wohin denn? In den siebten oder was? Also ich wiege knapp über 80 Kilogramm. Und ich bin jetzt auch nicht klein, muss ich dazu sagen. Also ich habe hier wahrscheinlich einen erheblichen Winddruck oder ich erzeuge einen erheblichen Winddruck. Aber ja, ihr seht das schon hier. Ich muss mich hier so ein bisschen klein machen, um die Maschine schneller zu bekommen. Also mehr als, oh, guck mal hier, fliegender Dinosaurier. Mehr als 100 schaffe ich nicht mit der Maschine. Das ist einfach so. Natürlich mit Wind von hinten und bergab und so weiter wird es dann vielleicht ein bisschen schneller werden. Ihr habt vielleicht auch die Videos von den anderen YouTubern gesehen, die sprechen da von 125 in Spanien. Also das halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht. Das glaube ich schlichtweg nicht. Aber auf jeden Fall fährt sie zügig. So, hier, geradeauslauf ist auch zügig.
überhaupt, es zieht sowieso. Wie viel Grad haben wir eigentlich? Steht das hier irgendwo? Nee, steht hier nicht. Aber ich kann euch sagen, es ist saukalt. Ich glaube, wir haben 2 Grad. Ja. So, wenn ich hier mal, also wir schauen uns mal den Lenkeinschlag an. Ja, das ist wie bei anderen Naked Bikes auch eher bescheiden. Das heißt, man muss schon ein bisschen hin und her rutschen. Macht aber nichts. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier mal unseren Beschleunigen. Nee, das machen wir jetzt nicht, das machen wir später. Wir fahren einfach noch mal eine Runde. Ja, das Getriebe ist sehr leichtgängig. Wir schauen uns mal die Bremsen an, genau. Ich bremse jetzt mal mit beiden Bremsen von 60 oder sowas. Achtung. Und zack. Oh ja. Alter. Ja, die bremst sehr gut. Das gleiche probieren wir mal noch mal nur hinten. Aus niedriger Geschwindigkeit. Mal sehen, was da passiert. Ja. ABS meldet sich, Regelbereich relativ kurz, das ist in Ordnung. Also die Bremsen sind gut, das finde ich schon mal nicht ganz unwichtig. Und achso, was ich ganz vergessen habe, das können wir jetzt nochmal nachholen. Leerlauf lässt sich super leicht finden, also das Getriebe ist echt fluffig. Und den Blick nach hinten habe ich vergessen. Schauen wir nochmal. Ja, hier relativ große Spiegel, runde Spiegel. Ja gut, um ehrlich zu sein. Links ist gut, rechts, man sitzt sich immer schräg auf dem Motorrad oder was ist das? Ich habe hier rechts sehe ich irgendwie mehr von meinem Körper, von meinem Ellbogen. Ja, wahrscheinlich ist hier das nicht so günstig montiert, das kann man wahrscheinlich noch ein bisschen besser hinkriegen. Ja, Blick nach hinten ist mittelmäßig. Fassen wir es mal so zusammen, habe ich schon besser gesehen, habe ich aber auch schon schlechter gesehen. Ja, Sound. Okay, beim 125er von tollem Sound zu sprechen, ist ein bisschen lächerlich. Da muss man auch ehrlich sein, das hört sich schon so ein bisschen nach Nähmaschine an. Aber es ist jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, nicht peinlich oder so. Das ist okay, ist halt ein 125er. Surrt schön vor sich hin. Und ja, es macht echt, also es macht auch einfach Spaß, hier zu fahren. So. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Die Maschine wird ja häufig auch als überdimensioniert bezeichnet, im Sinne von, dass das Fahrwerk hat von der 401er, aber das finde ich jetzt nicht. Also, was heißt denn überdimensioniert? Also, sie ist sehr stabil und das ist doch einfach mal nur gut. Also, was soll denn daran schlecht sein? Also, ich fühle mich super sicher. Vielleicht kann man das so am besten zusammenfassen. Und das ist sicherlich diesem WP-Fahrwerk hier geschuldet. Ja, ansonsten sehe ich hier nur schöne Dinge vor mir. Vor allem hier diese geschmiedete Gabelbrücke. Und dann haben wir hier vorne noch so einen Swartpillen-Aufdruck. Das sieht alles sehr, sehr edel aus. Gut gemacht, muss ich sagen. Ja, gut, ich meine, für den Preis, finde ich, kann man das auch erwarten. Aber es ist auch tatsächlich so, diese Maschine macht qualitativ echt was her. Guckt euch mal hier alleine schon diesen Tankverschluss an. Richtig geil. Also das ist, ja, ich dachte ja vorhin schon, ein Neoclassic Design Bike. Und da haben die Designer mal so richtig reingehauen. Schönes Bike. Hier Bremshebel, Kupplungshebel, beide in der Reichweite auch einstellbar. Mein Gott, wo gibt es das bei 125ern sonst? Glaube ich, sonst nirgendwo. Also, eine schöne kleine 125er. Hat mir richtig Spaß gemacht, die Probefahrt. Und das sollte mal gewesen sein hier aus dem Sattel der Husqvarna Swartpillen 125. Obama off. Ja Leute, das war unser Test zur Husqvarna Swartpillen 125. Wettbewerber zu dieser Maschine sind natürlich die ganzen Naked Bikes der 125er Klasse, als da wären Yamaha MT 125, KTM 125 Duke, Kawa Z125 und die Honda CB125. Ja, ich habe diese Maschine, wie gesagt, hier von Heller und Soltau in St. Michaelisdonn für diesen Test zur Verfügung gestellt bekommen und hier steht sie als Vorführer. Und wenn ihr jetzt mal Lust habt, so eine 125er zu fahren, vielleicht auch die Leute, die den B196-Führerschein jetzt neuerdings haben, dann kommt ihr mal rausgefahren und fahrt sie mal zur Probe. Ich hatte jedenfalls jede Menge Spaß. Das soll es gewesen sein. Damit grüße ich euch aus dem hohen Norden und sage Tschüssinger und bis bald.